Den 12. Monat schreibt das laufende Jahr. Die Industrie- und Handelskammer Magdeburg schaut zurück. Bei der Jahresabschlusssitzung der Fach- und Regionalausschüsse sowie der Arbeitskreise trafen sich die Mitglieder der IHK in den Räumlichkeiten am Alten Markt. Susanne Eva Dörwand führte als stellvertretende Hauptgeschäftsführerin durch die Veranstaltung. Der besondere Dank richtete sich an die zahlreichen ehrenamtlich engagierten Mitglieder der Kammer, die sich in den jeweiligen Ausschüssen austauschen und der Vollversammlung beratend zur Seite stehen. In 3 Talkrunden präsentierten Vertreter der einzelnen Ausschüsse kurz die Ergebnisse des Jahres und die Aussichten auf 2024. Stefan Korneck vertritt den Regionalausschuss Altmark und den Bauausschuss. Ja, wir haben natürlich eine unglaublich große Diversität. Wir haben klar das Thema Intel, das Thema Infrastruktur, A14, sowohl aus Sicht der Bauwirtschaft, aber natürlich auch aus Sicht der regionalen Ausschüsse, dass wir hier eine neue Dynamik, ein Wachstum uns versprechen und auch erhoffen und wollen natürlich hier auch mitgenommen werden, was da passiert. Und dabei sind es ja nicht bloß die Investitionen selber wie in Intel, sondern alles, was damit einherzieht, die Menschen, die Fachkräfte, sowohl als positives Thema, aber natürlich auch als Herausforderung, ja, was bringt das? Und da wollen Unternehmer natürlich Antworten haben, wie sich das in Zukunft darstellt. Für das Jahr 2024 hat er folgende Wünsche. Dass wir natürlich von diesen Maßnahmen profitieren, dass natürlich dieses Investment, diese Investitionsbereitschaft dazu führt, dass viele, viele Unternehmen, aber auch insgesamt natürlich auch Menschen, Bürgerinnen und Bürger davon profitieren und dass die Herausforderung und vielleicht sind es auch mittlerweile sogar schon Probleme, da wesentlich stärker verringert werden. Und wenn ich hier speziell an die Bauwirtschaft denke, da hofft man natürlich, dass man in diesem Rückenwind von Intel, dass da ganz, ganz viel passiert und Sachen auch schneller gehen, natürlich auch von profitiert und damit für die Region, für die gesamte Region Norden Sachsen-Anhalt ganz speziell viele, viele Vorteile mit sich bringt und man da doch optimistischer in die Zukunft schauen kann. Nach der Sitzung folgte der künstlerische Teil. Am Klavier begleitet von Frau Dr. Miroslava Dutier stellte Susanne Eva Dörwand die Künstlerin der Vernissage vor. Petra Schmidt ist seit 20 Jahren Mitglied im Regionalausschuss und führt mit ihrem Mann ein Unternehmen in der Altmark. Den Anstoß zu ihrer ersten Ausstellung erhielt sie persönlich von André Rummel, dem Hauptgeschäftsführer der IHK. Ja, Herr Rummel hat mich eigentlich vor 11 Jahren motiviert auszustellen. Und zwar war das in der ehrwürdigen Münze, das ist ja die Geschäftsstelle der Industrie- und Handelskammer. Ja, das war meine erste Ausstellung und nach 11 Jahren bin ich wieder hier in Magdeburg, auch wieder bei der IHK. Und das freut mich. Aus ihrer Erfahrung als Unternehmerin zieht sie die Inspiration zum Malen. Ja, mich bewegt eigentlich dazu, wir haben so eine hektische Welt, so digital, wir werden den ganzen Tag mit Informationen zugeschüttet und das bringt mich einfach runter. Es beruhigt mich und vor allen Dingen etwas mit den eigenen Händen zu schaffen, das befriedigt enorm. Und viele Menschen haben ja in unserer Zeit den Zugang zu sich selber schon verloren und das Malen und überhaupt das Kreativsein bringt einen runter. Und ich nehme das mit dem Spruch von Picasso, Kunst nimmt den Staub von der Seele. Abgerundet wurde der Jahresabschluss vom mittlerweile traditionellen gemeinsamen Singen.